Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. So, wir sind hier immer noch in dieser Gruft und müssen uns diese Rüstung da beschaffen von der Biene. Und hier müsste es auch schon sein. Ich glaube, da hinten steht ein Lich, oder? Wisst ihr was? Ich werde mal... Nein, einmal kurz den hier machen. Und jetzt kurz einen... Alter, der... Ich... Ah, der schwache Feuerball kostet einfach nur noch zwei. Ja, guck mal hier. Ich mal den Lich beschießen. Friss mein Feuerball, du Bastard. Und noch ein Feuerball hinterher. Oder ich treffe ihn einfach nur nicht. Das ist natürlich auch klar. So, komm mal her. Ich nehme mich auch eben mal noch hops. Gar kein Problem für mich. So, auf Wiedersehen. Oh, das ist verschlossen. Und hier haben wir auch die Rüstung. Nehmen wir alles mit, sehr schön. Wiegt die was? Ja, die wiegt was. Was ist hier denn überhaupt verzaubert? Frostschild, okay. Ja, hier haben wir noch die Handschuhe. So, ich habe Zeremonienschwert und Rüstung aus dem Grab der Amelion geborgen. Ich sollte sie Biene Amelion zurückbringen. Yes. Das machen wir gleich. Ich sehe mich hier erstmal um. Oh, 600 Gold, ey. Oh, das ist ja auch lecker. Hier kann ich irgendwie leider nicht dran. So, aber die Truhe noch. Moment, aber vorher halte ich mich mal noch voll. So, perfekt. Reparieren sollte ich vielleicht auch mal noch gerade. Oder wenigstens meinen Streitkolben, ja. So. Und die auch noch. So. Perfekt. Hammer. So, dann brauche ich einmal bitte schweres Schloss. Hier, zack, bäm, Randa. Gold mitnehmen, weiter geht's. So, wo kommen wir jetzt hierher? Wo kommen wir jetzt hier hin? Oh. Hier geht's auf jeden Fall runter und die Truhe ist nicht verschlossen. Sehr schön. Hier ist einfach mehr, besseres Zeug. Ohne Scheiß, hier ist besseres Zeug drin als in der Truhe, die mit einem schweren Schloss, ne? Die halt verschlossen ist. Oh, was haben wir denn hier? Den Helm! Moment mal, liegen dann hier irgendwo auch noch die Beinschienen rum? Stopp, stopp, stopp. Wo bin ich jetzt hier? Sind hier dann irgendwo noch die Beinschienen versteckt? Das will ich wissen. We Na, nein, das wollte ich doch gar nicht. Meine Fresse, hier, Fackel. Halt, 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 halt. Ich habe jetzt den Helm, die Handschuhe, die Rüstung. Das Schwert. Gibt es also hier irgendwo auch noch die Beinschienen? Ja, doch so. Oh, guck mal an. Gut, dass ich da mal gerade reinschaue. Wir haben noch Zeug dabei. Ich habe mir gerade gedacht, vielleicht hat einer der Toten tatsächlich die Beinschienen oder so. Das wäre mega witzig. So, hier hinten vielleicht irgendwo versteckt. Oh mein Gott! Die Stiefel. Als ob. Was haben wir denn jetzt schon? Okay, uns fehlen trotzdem noch die Beinschienen. Wir haben die Handschuhe, Helm, Stiefel. Oder wäre das hier was gewesen? Hätten hier schnell sein müssen. Ach, guck mal einer an! Ey, jetzt kann ich hier nicht. Ich hänge fest.
Ich hänge fest. Nein. Nein, jetzt macht keine Faxen. Ich hänge fest. Oh mein Gott. Hä, wie soll ich denn jetzt an diese Truhe drankommen? Wie dumm ist das denn gemacht? Jetzt sag mir mal bitte einer, selbst wenn ich jetzt hier rechtzeitig entlang gegangen wäre und wäre hier durchgekommen, wie hätte ich wieder zurückgehen sollen? Kann ich die irgendwie... Nein, nein, nein. Wisst ihr was? Wie ging das nochmal? Nein, dann war das so. Okay. Oh! Gut, hier wäre jetzt eh nichts drinne. Wenn es jetzt die Beinschienen gewesen wäre... Ich lasse das jetzt. Ja, ich lasse das Zeug jetzt hier drinne. So. Wenn es jetzt aber die Beinschienen gewesen wäre... Wären... Hätte ich sie mitgenommen. Weil das ist schon mies. Das ist schon richtig mies. Das kracht da ein. Das kracht da ein. Ach, ich habe jetzt wieder den legendären Fackelbug oder was? So, dann machen wir es so. Ich hoffe, die liegen jetzt auch nicht irgendwie unter den Trümmern. Das wäre mega Abfuck. Hat der die dabei vielleicht? Könnte man meinen, ne? Vielleicht kriege ich die ganze Rüstung zusammen. Vielleicht kriege ich hier auch die ganze Rüstung zusammen. Wer weiß. Hier oben vielleicht versteckt. Ich will das komplette Set haben. Hier könnte ich mir es vielleicht vorstellen, dass es da irgendwo die Beinschienen rumliegen. Da drinnen vielleicht? Nee. Da haben wir das Schild. Trotzdem fehlen noch die Beinschienen. Wenn nicht, werde ich gerade... Moment mal. Oder sind die hier irgendwo noch versteckt? Oh, guck mal an, hier haben wir Ektoplasma und Gold noch drin, ne? Nicht, dass die Beinschienen hier irgendwo sind, ne? Die würde ich schon gerne eigentlich haben. Scheiße, wo sind die Beinschienen? Hier! Und ich bin zu schwer beladen. Toll. Ich hab sie. Ich hab das komplette Set. Sind ja die Beinschienen, ne? Yes! Geil! Wir haben alles. Wir haben Helm. Wir haben das komplette Rüstungsset. Sehr schön. Ich hoffe, damit habe ich alles. Ich werde jetzt gehen. Perfekt. Gut, gut, gut. So, dann let's go. Nice. Okay, wir hatten es sozusagen eigentlich nicht mit Geistern zu tun. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, gut, Licht brauchen wir jetzt hier nicht. Gut, dann geht's einmal zurück. Nach Stade. So, ist es jetzt immer noch da irgendwie einbrechen? Ich finde das so Bullshit, wenn ich jetzt in Lea Wien dafür Kopfgeld zahlen muss. Das ist so... Also ich muss wirklich sagen, das ist so dumm gemacht. Da spreche ich das wieder einbrechen. Seid erneut gegrüßt. Habt ihr Schwert und Rüstung gefunden? Schwert und Rüstung. Ihr fandet das Gesuchte?
Fantastisch. Ihr wisst ja gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Ja, nimmt dieses Geld für eure Schulden. Ich hab Dank. Dies ist genug, um die Schuldner zu bezahlen. Bitte behaltet Schwert und Rüstung, bis ich euch auszahlen kann. Nochmals danke. Du musst mich nicht auszahlen. Schulden, als ob sie mir jetzt... Als ob sie jetzt Schulden bei mir hat. Gerüchte. Der Dunkelforst ist nicht übel, wenn man sich an die Fliegen gewöhnt hat. Und daran, dass man sich ständig verirrt. Und an die Zombies und die Irrlichter. Was ist, wenn ich sie jetzt nach den Schulden frage? Ja, Schulden. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel mir eure Hilfe bedeutet. Nochmals danke. Ah, okay, gut. Nice. Haben wir. Die Quest ist erledigt. Ich bin so dankbar. Ah, schade, kein Lehrlingsbuch. So, Alter, ich hoffe jetzt, dass ich in Leerwin jetzt kein Kopfgeld habe, ne? Habe ich aktuell... Kann man sehen, ob man aktuell Kopfgeld hat? Nein! Hier, wir haben gerade kein Kopfgeld. Gott sei Dank! Gott sei Dank! Gut, die Quest hätten wir. Das heißt, wir müssen wieder nach Chardinal zurück. Das ist aber kein Problem. Wir können dann die Rüstung jetzt ablegen. Geil. Wir haben die komplette... Ich hoffe mal, dass ich alles habe. Das ist ja richtig cool. Wieso habe ich denn die scheiß Hacke ausgerüstet? Hallo? Ja, hier. Ich hab doch. Okay, jetzt hole ich automatisch die Fackel raus. Na, dann renne ich halt mit gezogener Waffe jetzt rum. Weil das ist eigentlich ganz praktisch. Sieht dann zwar ein bisschen komisch aus, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit mit gezogener Waffe rumrenne. So. Die nehme ich mal wieder raus, weil die haben wir nicht bekommen, weil wir eine Quest erledigt haben. Das sind ja so Quest-Sachen. Dann werde ich jetzt hier einmal komplett das alles ablegen gehen. So, perfekt. Wir haben 11 Uhr morgens. Dann können wir noch verkaufen gehen, ne? Ja, okay, gut. Ich muss jetzt mich daran gewöhnen, mit der Waffe rumzurennen. Na, super. Ich könnte natürlich auch einfach die Fackel ablegen. So, aber das ist mir jetzt gerade egal. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich würde gerne handeln. Benötigt ihr vielleicht eine neue Rüstung? Oder? Nee, ich will einfach nur verkaufen, nette Dame. Ah, ich kann doch bestimmt bei dir auch ein bisschen mit den Preisen hochgehen, oder? Wir probieren es mal mit 66%. Das ist doch nicht euer Ernst. Geht nicht. Schade. 65%. Den Preis kann ich mir nicht leisten. 64%. Ich kann nicht so wenig dafür. 63%. Also. Ein gutes. Das klingt. So, prima, perfekt. Ach, das habe ich jetzt, hätte ich jetzt noch ablegen können. Ach, beehrt uns bald wieder. Das mir ist egal, das behalte ich jetzt. Ich gehe jetzt nicht nochmal ins Haus auch zurück. Ihr. So, dann gehen wir einmal noch in die Kämpfergilde und sagen Bescheid, dass die Quest erledigt wurde. Und dann hätten wir noch was, ne? Azan heißt der Kerl. Ich glaube, ich weiß, wer das war. Das ist aber nur eine reine Vermutung. So, hallo. Ihr müsst den Auftrag für Bien Amelion in Stade erledigen. Wie sieht es aus? Ist erledigt, Biene Amelion. Ihr selbst habt ihre Schulden beglichen, oder? So werdet ihr wohl kaum reich werden, oh nein. Aber der Auftrag ist erledigt. Hier ist eure Bezahlung. Ja, ich will die Rüstung halt behalten irgendwie, ne? So, und Quest abgeschlossen, Amelions Schuld und 600 Tacken. Ja, ah, hast du noch einen Auftrag? Moment, hast du einen Auftrag? Momentan nichts. Nichts für euren Rang. Geht zu Asan in Anvil. Genau. Vielleicht hat er etwas. Meine Vermutung war nämlich, dass das der Dude. Rezept für was ist das? So, Ausdauer wiederherstellen. Ach, brauche ich doch nicht. Weil das war meine Vermutung, dass es wahrscheinlich der Dude aus Anvil ist, wo wir jetzt hin müssen. Und dann, let's go, machen wir das. Auf geht es wieder nach Anvil. Naja, zum Haupttor. Wäre theoretisch direkt da schon.
Und es ist natürlich dunkel. Da lohnt sich jetzt mal gerade die Fackel. So. Ist Asan zufällig da? Also, was haben wir denn hier? Oder ist er oben im Büro? Grüße. Hallo. Ich schätze mal, er ist dann wohl oben. Da bist du ja. Grüße. Ihr braucht noch mehr Arbeit, oder? Yep, genau, Auftrag. Schön zu sehen, dass ihr hart arbeitet. In Anvil gibt es noch mehr Diebe, um die ihr euch kümmern müsst. Diebe, okay. Ja, Diebe. Hier in der Gegend hat es einige Fälle von Diebstahl gegeben und Zeugen glauben, dass sich die Diebe in der Nähe verstecken. Seht euch um. Mal sehen, was ihr herausfinden könnt. Alles Keine klar. Ahnung, mit wie vielen ihr es zu tun haben werdet. Daher sende ich euch mit einem anderen Rekruten raus. Maglir. Ich glaube, ihr seid euch schon einmal begegnet. Der Name sagt mir was, ja. Los jetzt, ihr müsst diese Dinge loswerden. Der hier vielleicht? Nein. Muss ich vielleicht mit Maglir noch reden? Wie schön euch zu sehen. Ah, ja. Ja, ihr seid's. Sieht ganz so aus, als ob wir zusammenarbeiten. Ja. Auftrag. Wir haben einen erwischt. Hoffen wir, dass die Bezahlung für ihn gut ist. Diebe. Wir müssen uns wohl in Anvil nach Hinweisen erkundigen. Glaubt, dass wir einen Auftrag ohne weitere Anweisungen bekämen. Ich folge euch. Ja gut, dann hören wir uns erstmal vielleicht hier um, weil... Zahltag. Auf geht's. Geh mal weg da. Ich bin so froh, euch zu sehen. Ich könnte vor Glück platzen. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Hast du vielleicht irgendwas an Info für die Diebe? Kann nicht sagen, dass ich selbst viel wüsste, aber es heißt, dass Neuheim dem Rundlichen einige Sachen gestohlen wurden. Und er fragt jetzt überall danach. Fragt ihn. Ah ja, okay, da haben wir die Quest einmal aktualisiert. Wir werden jetzt aber mal ganz kurz hier einmal schlafen. Und am nächsten Tag gehen wir dann erst zu ihm. Weil wahrscheinlich ist er in seiner Bude und das wäre dann auch ein Brechen. Und da habe ich so gar keinen Bock drauf, dass da irgendwie Stuss gibt. Das muss nämlich nicht sein. So, jetzt können wir eigentlich ohne Probleme, denke ich, zu ihm gehen. So, Maglir folgt mir. Ist das außerhalb? Nein, das ist noch hier in der Stadt. Eigentlich könnte ich immer das hier jetzt mal wirken, um Wiederherstellung zu trainieren, ne? Wieder Hunger. Bitte helft mir. Doch, seht wirklich clever. Es ist doch draußen. Da ist er ja schon. Heil! Was kann Neuheim der Rundliche für euch tun? Ja, ich bin wegen Gerüchten hier. Ich hörte aus verlässlicher Quelle, dass die Stadtwache jemanden geschickt hat, um diese Frauen davon abzuhalten, die Männer auszurauben. Gut gemacht, sage ich dazu. Ja, das ist schon erledigt. Ja, ich bin wegen den Dieben hier. Ja, ich kenne diesen Abschaum. Verdammte Schweine haben mich ausgenommen, jawohl. Haben ein Familienerbstück gestohlen. Dieser Bosmer, kaum zu glauben. Nichts gegen euren Freund natürlich. Nach meinem letzten Wissen haben sie sich in der Rota-Höhle verkrochen, nicht weit von hier. Ah gut, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal jetzt Bescheid, wo wir hin müssen. Ja, wie sieht das aus mit dem Erbstück? Haben meine Flasche geklaut, haben die. Hab ich von meinem Vater Rulf geerbt und der von seinem Vater Torbald. Es ist eine Wundertasse. Hält Dunkelbier kühl und süß. Aha. Trinke seitdem aus einem lausigen Humpen aus Holz. Es ist einfach nicht das Gleiche. Wenn ihr sie findet, ist euch der Dank von Neuheim dem Rundlichen gewiss. Okay, die Roterhöhle. Ihr werdet ihn nördlich von Anvil finden. Viel Glück und zahlt es diesen Schurken kräftig heim. Gut. Machen wir. Schnappt sie euch und so. Bestellt ihnen. Ja. So, hier einmal Diebesnest und. Genau, das ist im Prinzip jetzt. Das ist eigentlich im Prinzip eine Quest, oder? Neuheim sagte mir, die Diebe seien allesamt Bosmer und könnten sich vielleicht in der Rota-Höhle westlich der Stadt
Anvil aufhalten. Maglia und ich sollten dorthin reisen und uns ihrer annehmen. Dann machen wir das mal. Wo genau ist das? Da oben, das ist gar nicht mal so weit weg. Da reisen wir einmal gerade noch da. So, easy peasy. Da oben rennt schon wieder ein Ogre rum, Alter. Das ist ja unglaublich. So. Oh, der will mich. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Hängt an den Kaiser. Kann er sterben? Hängt an den Kaiser. Alter, von allen Seiten wird der Ogre hops genommen. Jetzt ist Schluss. So. Problem gelöst. Ogre-Zähne gibt's auch noch oben drauf. Wie geht's dir? Du bist unsterblich, glaube ich, ne? Das Kronensymbol. Ach komm, okay, das mit der Fackel nervt doch, muss ich ehrlich sagen. So, weg damit. So, hier sind wir. Hier ist die Höhle. Hallo? Hier ist sie. Oh mein Gott. Gar nicht so leicht zu entdecken. Schleiche, wenn ich auch schleiche? Nein. Und keiner da? Alle weg? Muss der Wind gewesen sein. Ach nein, da höre ich doch jemand. Erbärmlich. Ja, da kommst du nicht weit, ne? Maglia. Nur so am Rande mal erwähnt. Ach du Scheiße, Alter, die Karte. Guckt euch mal die Karte an, wie wir sind denn das? Haut ab, solange ihr noch könnt, Gilderatte. Ich wollte gerade sagen, die können ja so jetzt nicht kämpfen. Okay, Magli ist irgendwie abgelenkt. Hier haben wir Gold. Ja, Moment mal ganz kurz. Hä? Ja, wie soll ich da jetzt durch? Willst du mich haxen? Ist hier irgendwo ein Hebel oder so? Oh! So, komm her. Ich bin hier dein Gegner. Gilderatten, schnappt sie euch! Ich habe ja schon gegen... So. Warum wollt ihr nicht sterben? Ja, wieso willst du nicht sterben? Oh mein Gott. Das war aber knapp, mein Freund. Ich hätte dir fast eine übergezogen, ne? Nur so am Dietricher Pfeile haben die dabei. Hatte die gerade auch wirklich eine... Nein, das ist eine Stahlkriegsaxt. Wie langweilig. Schade. Nichts drin irgendwie, das gerade besonders ist. Ah, war das hier. Oh, verzauberte Pfeile. Das ist ja auch mal interessant. So, einmal kurz heilen. Und den Blitzzauber rausholen. Auf jeden Fall sind hier noch ein paar Banditen, die wir erledigen müssen. Da ist noch einiges los. Okay. Hier ist nichts. Aber wir haben auf jeden Fall irgendjemanden angelockt. Und jemand, der auch zaubern kann. Soll ich jetzt etwa Angst haben?
Sie haben uns entdeckt! Mehr könnt ihr also nicht. Ich sehe nichts. Oh mein Gott, ein Streitkolben! Du hast einen dietrichen Streitkolben! Wo bist du? Hey! Ihr werdet mich nie besiegen. Sie ist tot. Oh mein Gott! Haben, ich will! Sterb schon, verdammt! Sehr schön, nice! Oh mein Gott, Alter, ich glaube, wir haben einen dietrichen Streitkolben. Ich spreche ins Essen. Wir haben einen dietrichen Streitkolben, der auch noch verzaubert ist. Das ist der absolute Hammer. Und jetzt habe ich den Scheiß abgelegt, weil... Ach, das fuckt mich jetzt ab mit den Leichen, ne? Wir haben einen dietrichen Streitkolben, Leute. Bäm! Da ist das Ding! Yo! Wie geil ist das bitte? Und jetzt könnten wir vielleicht auch mal tatsächlich sogar die Seelensteine gebrauchen. Kommt her! So, Makaini, mach das wieder. Oh. Oh mein Gott. Ihr wisst gerade gar nicht, wie ich geflasht bin. Jetzt mach ich doch mal fertig. Hat er sich geheilt? Oh, gut im Ausweichen ist er auf jeden Fall. So, aber jetzt ist er down. So, Sache erledigt. So ein Ding ist das nämlich. Ich muss das jetzt hier gerade erstmal verdauen gerade. So, einen Augenblick. Hierhin. So, schweres Schloss. Dann warten wir mal, bis wir das haben. So, so viele Banditen sind es gar nicht mehr. Na, wenn ich da jetzt runtergehe, locke ich die an. Weil ich würde nämlich jetzt schon gerne den Part beenden. Ja, so ganz gesund siehst du auch nicht mehr aus. Hätte ich denn... Ich glaube, ich habe leider keinen Heilzauber für Gefährten dabei. So. Aber ich bin... Alter, ich bin so gehypt gerade. Wir haben einen Detra-Streitkolben. Der so immens viel mehr Damage macht als unser elfischer Streitkolben. Wow, ich weiß nicht natürlich, ob es im Game vielleicht noch irgendwie einen besseren Streitkolben gibt, aber ich glaube nicht. Also es ist jetzt so meine Prediction. Naja, wir sehen's mal. Vielleicht werden wir tatsächlich irgendwann nochmal auch einen dietrichen Streitkolben finden, der vielleicht noch eine geilere Verzauberung hat. Das könnte vielleicht noch sein. Gut, ich würde sagen, ich beende hier den Part und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Oblivion. Macht es gut, ciao.